Hey und herzlich willkommen auf Stürmi und OP. Und heute habe ich hier einen Gast und zwar OP. Guten Tag. Was ist eigentlich Gast auf unserem Kanal? Tja, so, dann starten wir mal. Wir machen hier das Orakel Dortmund gegen Real Madrid Das ist das Champions Spiel, auf League. das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein So, absolutes Highlight. kommt, Bleiben das Sie dran. überspringen wir. Okay. Hallo und So. willkommen im Signal Iduna Park. Und los Herzlich geht's. zu unserer heutigen Begegnung. So. An dem Also Mikrofon ich denke mal, begrüßen dass Sie Real Ihren Madrid Rollfuß und gewinnt. der Kollege Frank Buschmann. Wir übertragen Ja, Ihnen heute schätze eine ich aber auch. Begegnung aus der Online-Freundschaftsspiel-Saison Schon so 2, 1 3, für den Verlust 1. des Titels Ja. droht. Borussia Dortmund gegen Bellingham! Bellingham. Ach komm. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Wichtig, er holt den Ball. So, wir haben nochmal ein Borussia Abo mehr Dortmund bekommen geht auf ins Quartier. Stürmin OP. Tor ist Gregor Kobel. Oha, Nico Schlotterbeck jetzt sagt, 12 Martinez in der Abos. Abwehr. Marco Reus Ja, ich hoffe, steht dass im der Hauptmann endlich Endzusammenspiel mit anfangen den kann. Rutschern auf Das den Zimmer endlich Positionen in der fertig ist. Mitte und einziger echter Fehlt ja nicht Stürmer mehr ist viel. heute Sebastian Aller. Alea! Und so geht Real Muss auch Madrid zwei, also drei Sachen an in die diese Wand klatschen Partie. und dann Thibaut geht's Courtois ist los. der heutige Torhüter. Antonio Upsala. Rüdiger spielt gemeinsam mit Eder Militao in der Oh. Abwehr. Toni Kroos Oh, steht Rüdiger, wie langsam bist du? Winz. Oh, warte, was für eine Chance. Oh! Gute Aktion vom Torhüter. Courtois. Also ich schätze mal, ja. Auch Auf so wie ihn du sollten es, wir heute besonders 2-1. achten. Ganz wichtiger Mann für sein Für Team. Real Ja, natürlich. stabil, der bewegt sich gut Wenn und Real kann guten auch Tag hat, den Mann. entscheidenden Pass spielen. Wenn Oh. Unklasse Real guten gesetzt. Tag hat, dann machen die das eigentlich. Valverde. Und ups, Toraktion von einfach. Kobel. Ja. Ich glaube, die haben bis jetzt drei Finals verloren. Also irgendwie war das. Er geht in den Strafraum. Rest. Oh! Fast das Oh. Gegentor, aber Rest haben sie Ende. alle Das gewonnen. ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Das ist Kopfball. Eine heftig. super Technik, aber am Ende Wen geht haben der die denn Ball Finale knapp am verloren? Kasten vorbei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann die das letzte Mal im Finale Es wird vielleicht verloren was für haben. Dortmund geben. Ah doch, letztes Jahr gegen City, ne? Haben die, glaube ich, verloren. Ich glaube. Doch, war ja, glaube ich, letztes Jahr gegen City. Julian Riasson. Der Kopf Scheichklucker aus verliert den Paris ist Ball. ja Gott sei Dank schon raus. Brandt. Nein. Ja. Oh, lass mich hin. Was mache ich denn hier? Fellow Mondi. Bin gespannt, was die Zuschauer so tippen. Vinicius Junior. Ja, Ja, die also ich Flanke denke bringt mal, nichts wenn ein. Dortmund Fan auf Dortmund setzt, würde mich nicht wundern, aber eigentlich bis meisten Fällen denke ich schon, dass Real Dortmund über klarer Außen. Favorit sein sollte. Obwohl hat man auch zu Leverkusen gesagt, dass sie Favorit sind. Ja. Oh. Und dann kam Lookman. Lookman. Den hatte ich ja noch auf dem Thumbnail Laufen wir gehabt, jetzt weg. Lookman. Als hätte ich es Lol. geahnt. Verschwörungstheorie mit Stürmi. Mondi. Aber drei Lauf Tore, Alter. ihn. Vinicius Junior. Jetzt nimmt das alleine mit Aber Anlauf. wohin? Wo soll ich hinspielen? Anspiel in den Rückraum. Das ist Aurelien Jeez. Tchouaméni. Uff. Mit diesem Tor sind sie nun auf dem besten Wege Mini. Richtung Titel. 1-0. Ja, jetzt müssen sie konzentriert bleiben. Jetzt wissen sie, das Ding ist Verdummt. in Reichweite. Und damit Verdummt. haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel Eine, Richtung Dortmund oh. gehen. Verlomondi. Da ist die Flanke. Und ups. Ja, das war Oh. nix. Also, Oh. Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Ich Das war muss ja hier nicht der sagen, Fall. die Orakel bei dir kommen richtig gut an die Shorts. Ja. Läuft. Adeyemi. Noch 13 Abos, dann Kollegen hab bieten ich sich die an. 2000 erreicht. Oha. Ja, Flagge die läuft Shorts haben einen hoch. richtigen Push nochmal gegeben. Da Ja. passt er auf. Ball geklärt. Gut, man muss Krass. halt dranbleiben, das ist es. Der Ball Was ist mach ich denn da? raus. Einwurf. Komm, lauf! Oh Fehlschuss nein, des nein, nein, Torhüters nein, für nein, nein, Vinicius nein, nein. Junior. Ich glaube, bei Er den ist die Flanke an den langen Shorts. Pfosten. Ach man. Bei den Chance zu Shorts ist es, befreien. glaube ich, auch so. Du musst eine Zeit dafür haben. Du lädst sie, glaube ich, immer zur selben Zeit hoch, ne? Ja. Vince Naja, irgendwann merkt sich das Nun System Mats was, ja. Hummels. Und ups. Marco Ach. Reus verliert den Ball. Oh, weil wir. Macht er ihn!
Oh, was habe ich denn da für eine Abwehrarbeit geleistet? Frederico. Nochmal der Treffer in der Wiederholung, lässt sich überhaupt nicht irritieren. Ist nicht 15. Nicht schlecht. 2-0 steht hier, sie machen einen. Können wir mal vielleicht gucken, vielleicht schaffen wir es dann. Oh! Für Zweitkanal. Ah nee, ich wollte gerade sagen, für Zweitkanal, dass man vielleicht von der EM immer ein Spiel orakelt, aber ich weiß gar nicht, ob alle Nationalmannschaften drin sind. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich wollte eigentlich alle Deutschlandspieler schon orakeln für Zweitkanal bei mir. Aber Schottland zum Beispiel existiert gar nicht hier. Super. Es soll ja jetzt ein EM-Update kommen, dadurch hoffe ich ja, dass sie vielleicht reinkommen, aber. Das nächste Tor, die Abwehr erneut macht. Ach. Damit drei Tore. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Müssen wir mal gucken. Cool wär's schon. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Weil ich will ja nicht alles mit Karten oder Stickern machen. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Ich glaube allgemein sind nicht viele Länder in dem Spiel hier drin. Zumindest viele europäische. Oh Mensch. Und ein Ultimate Team, die Teams nachzubauen, ist auch scheiße. Ich will nichts. Ah, klasse geklärt. Was wolltest du nicht? Ich tue da nicht jedes Team bearbeiten, Alter. Dass ich ein Orakel machen kann. Gibt ja ein paar Teams, die es packen können. Und Real gehört dann natürlich dazu. Sie haben eine klasse Mannschaft, die ganz schwer zu schlagen ist. Da geht der Ball ein gutes. Erster Torschuss. Wow. Man merkt, dass ich nicht so oft FIFA. Ja, FIFA. FC spiele hier. Ja, FIFA soll ja jetzt wieder rauskommen als Spiel, aber nicht mehr von EA, sondern von 2K. Ja, hab ich. Jetzt kommen. Könnte. Oh, shit. Könnte mir aber vorstellen, dass das eigentlich so ganz gut werden könnte. Sollte irgendwie noch ein kostenloses Fußballspiel kommen. Echt? Weiß ich gar nicht. Cristiano Ronaldo wollte auch irgendwie was. Oh, einen Schatten haben die. Och, baller ich den drüber. Gottes Willen. Schlenzer. Wie? Nein. Sie können den Pass unterbinden. Nein, der Fall. Hören wir den Pausenpfiff, der erste Durchgang. So, erste Halbzeit rum. Und er führt schon 3-0. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Knapp, knapp. Vier Schüsse aus der. Wow. So, Vincent Kompany, jetzt Trainer von Bayern. Stimmt, ja, habe ich gesehen, weil ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Das war wahrscheinlich irgendwie so. Mit einer klaren Führung von aus, ja. Die sagen zwar, der war schon länger auf der Liste, aber ich, was willst du mir da erzählen? Ja, der ist doch in England abgestiegen, Alter, als wenn so einer auf der Liste ist. Der ist in England mit Burnley abgestiegen, als wenn das wirklich für einen spricht als Trainer. Gregor Kobel. Ich glaube, der ist sogar haushoch abgestiegen mit denen. Sie holen sich hier den Ball. Ja, ich glaube, aber die erste Saison, wo er aufgestiegen ist, mit 100 noch was Punkten. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ja, gut, das spricht er natürlich wieder für. Schwacher Ball. Und das aus der. Ach, Mann. Verdient. Vasquez. Oh. Lauf, Rodrigo, du bist doch so schnell. Gestern haben die Griechen gewonnen. Ja, schon. Oh. Das hab ich gesehen. Oh! Ich wollte eigentlich da vorne nach vorne spielen. Oh, oh, nicht da, nicht faulen. Oh, ey. Und ups. Ach man.
Schöner Pasta. Pasta. Oh. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Aua. Oh, Marco Reus. Die Italiener haben bis jetzt eine Trophäe gewonnen, international. Die Griechen. Für die Griechen war das der allererste in Europa. Oh! Oh. Ja. Sonst. So, Ecke Ball. Hätte ich auch nicht gedacht. Oh! Ach, den griechischen Team hat schon mal in Europa was gewonnen. Oh nein! Oh! Er kretscht Adeyemi nieder. Oh, vielleicht habe ich das Rot. Oh. Ach, Mann. Rüdiger und weg. Rüdiger, du Schniedel. Na super. Ja, super. Nee, ja. Groß will ich nicht auswechseln. Toni Kroos, dein letztes Spiel. Und Reus. Ja, wird auch komisch, ey. Ja. Tja, Freistöße. Ja. In der Mauer. In die Mauer, auf der Lauer. Und ups, ach man. Ah. Aber Ralle, von Ralle habe ich nach Ewigkeit mal wieder was gelesen. Oh. Chance für den Konter jetzt. Oder beim Umzugsvideo hat er geschrieben. Ah ja, hab ich ja gesehen. Schreck! Ach man. Heute hat Samsel Geburtstag. Echt? Ja. Hab ich voll vergessen. Groß mit der Reingabe. Oh! Oh! Ach du Scheiße, was für eine Ecke. Das sah Kobel aber gar nicht gut aus. Nö. Verdimmt. 4-0. Was denn? Fernandes. Deshalb ist er da vorne drin. So wichtig. Benzemaini. Am Ball jetzt Karim Adeyemi. Durch die Wanze ran, wie die Wanze tanzen kann. Hereingabe. Oh. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Wo soll ich hin? Na! Kosselu, der Bayern-Schreck. Nein! Ach du Scheiße. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Sebastian Haller. Ball bei Hummels. Nein. Ball bei Malen. Boah. Lauf, Bayern Schreck. Ach Mann. Der Schummels. Mats Schummels. Das ist Daniel Malen. Nein. Ball kommt rein. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Sag mal. Nein. Julian Brandt. Oh, das könnte was werden. Oh! Oh. Latte, aber die Chance lebt noch. Ball kommt rein. Toller Zweiger. Das gibt's nicht. Ich komm da nicht durch. Wenn das wirklich so ist, oje. Gibt's eine schöne Klatsche. Ja, könnte wirklich passieren bei Real. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Bayern hoffen ja nächstes Jahr auf Finale da home. 2.0. Bin ich immer gespannt. So, was machen Sie draus? Oh, nein. Eckeball. Komm, den will ich ranmachen. Ecke kommt in den 16er. Schöner Kopf. Oh, nicht das Tor. Der war gar nicht schlecht. Nee, der hat gut gesenkt. Nein! Jetzt können sie angreifen. Oh! Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Oh oh. Bayern Schreck. Oh nein. Bayern Schreck. Er versucht's ganz frech per Eber. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl. Er macht das 5-0 mit nur 10 Spielern. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Achso, der Bayern Schreck. Ja. Der ist doch, glaube ich, nur ausgeliehen, oder? Ich glaube ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe was gelesen, dass sie ihn verpflichten wollen. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Da hat ja jeder gelacht, als Benzema Ersatz.
die Flöte. Da passt er auf! Nein! Verklickert. Was gibt's nicht? Ich hatte überall deine Füße. Nein! Wow. Oh. Überall die Füße dazwischen. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Sebastian Allaire mit dem Ball jetzt. Verpiss dich. Klasse Timing. Nein. Das ist nicht wahr. Ball ist noch im Spiel. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Jetzt. Das ist nicht wahr! Oh Scheiße! Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Sag mal, warum gehen man die Spieler da nicht auf den? Das war's in diesem Spiel. So, 5-0 sagt das Spiel. Wir sagen 2-1 für Real. Bin mal gespannt, was ihr so tippt. Und dann sage ich ciao, Kakao. Tschüss.